Hallo und herzlich willkommen zu meinem homöopathischen Adventskalender. Mein Name ist Marvin Zander und es ist mir eine Freude, dir in den nächsten 24 Tagen die Homöopathie praktisch zeigen zu dürfen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und einige neue Erkenntnisse. Einen wunderschönen guten Tag zum achten Türchen. So, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich freue mich auch über alle, die noch beim Adventskalender dabei sind. Ich denke, es wird so wellenmäßig abnehmen oder vielleicht auch zu. Vielleicht hörst du so auch Ostern und denkst, oh mein Gott, diese Weihnachtsmusik, bitte mach's nächstes Mal nicht als Weihnachtsnummer, weil es ist gerade mitten im Juli, 30 Grad. Ich höre jetzt den Podcast, ich bin null in Weihnachtsstimmung. Wenn ich noch einmal diese Weihnachtsmusik höre, Ja, sehr gut. Vor allem auch immer schön als Intro, als Outro. Ich glaube, nach 24 Tagen, ne, ich glaube, die ersten träumen dann auch von dem Song. Ich habe ihn auf jeden Fall bereits schon übergehört, bevor ich die erste Aufnahme gemacht habe, weil ich mir ja ganz viele Songs angehört habe, welchen ich nehme. Und dann muss ich ja da irgendwie drauf sprechen. Und ich weiß, für euch ist es wahrscheinlich so, ja, also ich meine, er hat das halt drauf gesprochen. So, ne. Aber manchmal gebe ich mir halt auch Mühe. Okay, gut. Weniger Witze, mehr Fälle. Also, beim letzten Mal hatten wir die Dame, die sich über die Corona-Regeln geärgert hat, respektive vielleicht auch über meine Musikauswahl im Sommer und hat darüber schlaflose Nächte bekommen. Genau, ihr habe ich gegeben Staphylococcus aureus C203 Dosis und dann habe ich sie nach den 3 Tagen wieder gesehen, habe ich am Abend gemacht, jeden Abend eine Gabe gegeben und dann ging es ihr schon viel besser und eben dann gesehen wieder nach 12 Tagen. Dort war alles besser, außer der Aphthiokreiz und den habe ich dann nochmal kontrolliert einen Monat später und dann war der noch nicht besser, alles andere aber und dann habe ich Staphylococcus aureus nochmal wiederholt in eine Gabe C200 und dann war das irgendwie durch. Ja, warum es auch immer dann noch eine 4. Gabe gebraucht hat, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es hat einfach immer noch gepasst. Auch wenn der Ärger nicht mehr so stark war, hat sie natürlich immer noch hauptsächlich unter den Maßnahmen gelitten und fand die halt ja einfach ungerecht und hat sich da freiheitsberaubt gefühlt und so. Das war zwar nicht mehr so im Vordergrund, aber auf jeden Fall hat eine erneute Gabe von Staphylococcus aureus das dann auch noch weg gemacht. Genau. Und dann kam sie eben später mit einer Erkältungsthematik, die auch sehr gut gelaufen ist. Genau, aber da gibt es, glaube ich, jetzt nichts zu erzählen. Ja, Schlaflosigkeit auf jeden Fall, das war nie wieder ein Thema bis heute. Auch die Dame habe ich nochmal angerufen und schläft im Moment, sagt sie. Soll ich euch sagen, wie ein Baby. Habe ich damit erledigt. Schön. Kommen wir zum nächsten Fall. Jetzt kommen 2 Fälle, also heute und morgen, kann ich schon mal ankündigen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber ich wollte auch schauen, dass wir immer mal wieder andere Mittel haben, also nicht dieselben. Genau, und dann kommen natürlich vielleicht auch ab und zu mal Mittel dran, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber ist gut, soll ja auch ein bisschen schwieriger sein. Ich glaube, insgesamt, dadurch, dass ich ja wirklich nur die Symptome nenne, die ich da genommen habe, ist wahrscheinlich auch insgesamt, glaube ich, recht, ja, leicht. Okay, jetzt rollen wahrscheinlich einige mit den Augen. Genau, aber das könnte sein, da nicht frustriert sein, wenn ihr da nicht drauf kommt, mal nichts. Und weil es nicht so ein häufiges Mittel ist, umso stolzer drauf sein, vielleicht, wenn ihr tatsächlich auch drauf gekommen seid. Aber wie immer gibt es ja in der Homöopathie auch nicht ein richtiges Mittel. Wir können ja nicht ausprobieren, wie euer Mittel gewirkt hätte. Vielleicht hätte es sogar viel besser gewirkt. So geht es ja mehr um den Spaß am Rätseln. Gut, also eine Dame ist gekommen, die relativ alt, also über 70, die schon längere Zeit so unter Husten, Erkältung leidet und sehr viel Heiserkeit immer wieder hat. Und sie hat auch so Schleim, wenig Auswurf und eben diese Husten- und Heiserkeit-Nummer. Und zusätzlich fühlt sie sich sehr schwach. Und habe dann ein bisschen gefragt, was das ist. Und zwar hat sie sich von der Erkältung nicht erholt. Also es ist immer noch der Rest von der Erkältung, die sie vor 2 Monaten hatte. Also seit 2 Monaten irgendwie mit diesem Schleim, Heiser, Husten, so, ne? Und dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie es so ist mit draußen drinnen. Sie ist lieber daheim. Sie ist nicht gern draußen, was für sie auffällig ist, weil sie normalerweise relativ viel unterwegs ist mit dem Enkel. Und das jetzt aktuell nicht kann. Aber sie hat gesagt, sie fühlt sich auch zu schwach für das und
ist so lieber daheim, aber sie hat auch nicht das Bedürfnis wie vorher zum Rausgehen. Genau. Die Heiserkeit ist vor allen Dingen schlimmer morgens und draußen findet sie es auch schlimmer. Und wenn sie viel redet, ist es eigentlich auch schlimmer. Und gegen Abend ist schlimmer, also war viel schlimmer, auch Lachen war schlimmer, Reden war schlimmer. Genau. Und der Auswurf war so grün-gelb. Ja, genau. Was ihr allerdings sehr gut getan hat, dass sowohl der Husten und sie hat gesagt, was seltsam ist, auch die Heiserkeit, ist besser im Liegen. Und das fand ich so auffällig, deshalb wollte ich euch das unbedingt sagen, den Fall. Sie hat gesagt, sie kann, wenn sie zum Beispiel telefoniert mit dem Enkel, muss sie sich dann hinlegen, weil im Liegen hat sie die Heiserkeit weniger schnell als im Sitzen. Ja, habe ich mehrmals nachgefragt, ob sie das sicher ist, weil das konnte ich mir auch jetzt medizinisch nicht genau erklären, warum jetzt im Liegen weniger. Ich habe nur überlegt, ob dieser Schleim vielleicht dann reizt irgendwie, ne, wenn der so Sinusitis-mäßig oder eben Bronchitis-mäßig, wenn vielleicht reizt der irgendwie die Schleimhäute da, aber fand jetzt keine besonders gute Erklärung. Aber ja, offensichtlich war es so für sie, hat sie subjektiv festgestellt. Und aber auch der Husten war besser im Liegen, so konnten wir das gut nehmen, ne, liegen. Und Wärme war ihr besser, Wärmegetränke waren ihr besser, auch Trinken allgemein war ihr besser. Nachts hat sie weniger Beschwerden gehabt, also schlafen konnte sie recht gut. War schlimmer tagsüber, genau, und besser im Liegen. Ja, gespannt, was ihr daraus gemacht hättet aus dem Fall. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das ein Fall war, den ich kontrolliert habe nach 8 Tagen. Dann hat mir eine massive Verbesserung nach der ersten Arzneimittelgabe und dann hat sie sich aber wieder gemeldet, weil sie gefühlt hat, es wird wieder etwas schlechter und dann habe ich die Arznei, dieselbe Arznei nochmal in einer höheren Potenz verschrieben und dann war alles weg und sie hat sich dann erst wieder 6 Monate später mit einem Infekt bei mir gemeldet. Also auch eine gute Langzeitwirkung gehabt, keine Infekte mehr gehabt. Genau. Freue mich auf eure Meinungen zu dem Fall und ja, bis morgen. Tschüss. Ich hoffe, dir hat auch diese kleine Episode gefallen und du bist schon ganz heiß darauf zu hören, welche Arznei die Lebenskraft dieses Menschen zur Selbstheilung angeregt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den homöopathischen Adventskalender auch mit deinen lieben Freunden und Kollegen teilen würdest, sodass noch mehr Menschen von dieser wunderbaren Heilmethode erfahren dürfen. Danke und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.